die Korrektur für eine lumbale Wirbeldysfunktion. Das heißt, mit einer Position können wir die drei möglichen Dysfunktionen korrigieren. Das heißt, ein NSR rechts, ein ERS oder ein FSR rechts. Hier korrigiere ich ein NSR. Das heißt, der Patient hat eine plurisegmentale Dysfunktion, eine Kompensation. Das heißt, Lateroflexion nach links, Rotation nach rechts. Das heißt, sie hat eine Lateroflexion nach links, Rotation nach rechts. So, ich versuche die Hände hinter dem Kopf falten lassen und die neutrale Position behalten. Den Patienten axieren, sodass sie mit der LWS in der physiologischen lumbalen Lordose bleibt. Nun korrigiere ich die Seitneigung nach links in eine Seitneigung nach rechts. Gut. Sehen Sie, die Seitneigung nach links habe ich korrigiert in eine Seitneigung nach rechts. Das obere Bein anbeugen, Fuß in die Knie. Mit dem Fuß in die Kniekehle. Und ich mache eine Korrektur, eine Tröstbewegung, dass ich nur dann machen wir eine Derotation der lumbalen Wirbel, fokalisiert auf den Apex. Das heißt, der Wirbel, der am meisten nach rechts rotiert ist. Zum Beispiel L3 auf L4. Ja, okay. Okay. So, ich fokalisiere auf meinen Apex. So. Zum Beispiel L3 auf L4. Okay. Gut. Gut. Okay. Ich kann dasselbe machen für eine Dysfunktion. Eine Dysfunktion. FRS. Das gleiche ist möglich für eine Dysfunktion FRS rechts. Das heißt, sie hat die Seitneigung nach rechts und Rotation nach rechts. Ich muss die Seitneigung korrigieren und das mache ich schon mal durch das Hochstellen des Kopfteiles. Ich muss von einer Flexion in Extension. Das heißt, wo ist der Wirbel in Dysfunktion? Zum Beispiel L3 auf L4. Ich bringe den Patienten hierbei in Extension. Ich derotiere den Patienten zur gegenüberliegenden Seite, L3 auf L4 derotieren. Das korrigiert das F in ein E. Das untere Bein nach hinten bringen, um die Korrektur in Extension zu verstärken und um die Facette in Divergenz zu schließen. Und das Becken etwas nach vorne, um L4 zu posteriorisieren. Die Hände sind verschränkt, den Patient insgesamt zu mir bringen, maximale Vorspannung, die motorische Grenze suchen. Und dann Trust. Für die Korrektur eines ERS rechts liegt der Patient auf der rechten Seite in Extension und lateroflektiert nach rechts. Ich bringe den Patienten in Flexion, Rotation nach rechts und damit Seitneigung nach links. Ich korrigiere alle Komponenten. Extension in Flexion, Seitneigung rechts in Seitneigung links und Rotation rechts in Rotation links. Ich fokalisiere den Wirbel in der Dysfunktion, zum Beispiel L3 auf L4. Verschränke die Arme, dann das untere Bein etwas in Flexion, um den Gelenkspalt zu öffnen. Das obere Bein gebeugt, sodass das Becken nun maximale Fokalisation auf L3 bringt, nach anterior, L4 nach posterior. Und ich kann das Knie benutzen,
auf den lateralen Rand des oberliegenden Knies oder ich kann hierbei auch ein Dropping benutzen in Rotation. Das heißt, ein Dropping während gleichzeitiger Rotation in maximaler Vorspannung und Thrust. Die Korrektur für eine lumbale Wirbeldysfunktion NSR rechts. Das heißt, lateroflektiert nach links, rotiert nach rechts. Dies ist eine globale Korrektur für die untere lumbale Wirbelsäule mit Akzent auf L3. Wir machen einen Side-Shift und eine Lateroflexion nach rechts. Eine Rotation nach links. Dann erfolgt der Thrust in Rotation. Korrektur von einer Dysfunktion in ERS rechts. Das heißt, ich muss den Patienten in Flexion, Rotation und Seitneigung nach links bringen. Das Ospiziforme auf den betroffenen Wirbelstellen, zum Beispiel L3, die Korrektur fokalisieren und akzentuieren und am Ende einen Thrust auf den Querfortsatz des betroffenen Wirbels setzen. Korrektur für ein FRS rechts. Das heißt, die Korrektur ist in Extension, Seitneigung nach links, Rotation nach links. Ich stelle meine Arme durch die verschränkten Arme der Patientin und fokalisiere auf das Niveau. Ich bringe sie in Extension, Seitneigung nach links, gehe mit dem Ospiziforme auf den betroffenen Querfortsatz und am Ende bei maximaler Fokalisation ein Thrust in Rotation.